Genau, mein Name ist Jan-Tarik Butt, ich komme aus Oldenburg, Oldenburg in Oldenburg. Ich stelle heute das 3D, also verschiedene 3D-Druckverfahren vor. Und legen wir mal los. Erstmal ein paar Informationen allgemein zum 3D-Drucken und dann halt drei verschiedene, also die drei am weitesten verbreiteten Verfahren des 3D-Drucks. Es gibt noch ein paar mehr, aber da wird dann eher schon sehr speziell. Ja. Genau, also was ist eigentlich der 3D-Druckprozess? Im Grunde geht es darum, man hat eine Idee, also fiktiv, man hat irgendwas im Kopf so und denkt so, das könnte als ein interessantes Objekt werden. Designt es dann in einem CAD-Tool. Also man zeichnet es quasi 3D am Rechner und gibt es dann quasi in den Druckprozess, in den Druckauftrag und hat am Ende quasi dann von dieser Fiktion das physikalische Objekt. Ne? Also das kann dann quasi jedes erdenkliche Objekt sein. Also von Ersatzteilen bis Prototypen für Stecker, Adapter, Motorblöcke oder auch tatsächlich Prothesen. Das ist heutzutage inzwischen sehr interessant. Also es gibt ein Verfahren, um zum Beispiel Körperteilimitate zu erzeugen. In Amerika ist es zum Beispiel auch üblich, dass Nylon verwendet wird, um Knochen- und Knorpelersatz zu erzeugen. Und in einem bestimmten 3D-Druckprozess wird quasi Herzklappen gedruckt und dann wird biologisches Material von der Person, die halt den Herzklappenfehler hat, genommen und diese Herzklappen werden dann auf dieser gedruckten Herzklappe gezüchtet und die wird dann implantiert und hat den Vorteil, dass die hundertprozentig angenommen wird, weil es quasi das gleiche biologische Material ist. Regulären Verfahren ist es so, dass Schweineherzklappen verwendet werden und da gibt es immer eine Fehlerrate von ca. 30% und die Leute, die halt in diesen Fehler reinfallen, die hängen dann den Rest ihres Lebens an einem speziellen Gerät, was ungünstig ist. Das ist zum Beispiel schon ein relativ interessanter Einsatzzweck für 3D-Druck. Und ganz beliebt im Prototypendesign, also wie zum Beispiel Motoren im klassischen Maschinenbau oder auch für Architekten. Also ne, die Architekten designen Häuser und im Normalfall ist es so, dass es in extra Firmen in Auftrag gegeben wird, die dieses dann konstruieren und dass dieser extra Auftrag fällt quasi weg, weil die parallel zum Konstruieren bereits anfangen können, ihre Objekte zu drucken, ne, um das den Kunden entsprechend vorstellen zu können. So, das erste Verfahren ist das FDM-Verfahren, auch bekannt als das Extrusionsverfahren. Im Grunde kann man sich das vorstellen wie eine CNC-gesteuerte Heißklebepistole. Das ist so, glaube ich, für die Leute, die wirklich noch gar keine Ahnung vom 3D-Druck haben, ist, glaube ich, so die einfachste Vorstellung. Es ist einfach ein Material, also wird es Filament. Das ist auf einer Spule aufgewickelt und wird durch Motoren in den Extruder gezogen und der Extruder selber hat ein Heizelement, was dafür sorgt, dass es aufheizt und in flüssiger Form entsprechend wieder ausgedruckt, also aus der Düse entsprechend rauskommt. Das Ganze ist natürlich dann wie bei einer klassischen CNC-Fräse auf ein Konstrukt, was halt sich in einem geodätischen Koordinatensystem bewegt, also in einem XYZ-Koordinatensystem. Genau, das ist so das am weitesten verbreiteste 3D-Druckverfahren, zumindest im Konsumerbereich, weil es auch das günstigste Verfahren ist. Es hat halt natürlich Vor- und Nachteile, also
Ein ganz großer Vorteil ist natürlich, dass es verhältnismäßig extrem günstig. Wirklich brauchbare Extrusionsdrucker kriegt man ab 500 Euro aufwärts. Die Materialien, die dabei rauskommen, sind belastbar. Also man kann wirklich die auch mechanisch einsetzen. Ich habe zum Beispiel zu Hause meine Rollos automatisiert und das Getriebe plus die Getriebehalterung gedruckt. Und das habe ich vor 2 Jahren gemacht oder so. Und das, ja, seitdem hängt das da. Also da kann man wunderbar wirklich auch gut mechanisch belastbare Teile drucken. Genau. Ein weiterer Vorteil ist, man kann geschlossene Hohlräume erzeugen. Also sprich, wenn man irgendwas druckt, dann muss es nicht komplett gefüllt sein, sondern man kann innen drin, wie zum Beispiel bei Bienenhäusern, Wabenstrukturen erzeugen oder Rasterstrukturen, was dafür sorgt, dass die Stabilität äquivalent bleibt, man aber dann nur ein Zehntel des Gewichts hat und natürlich auch eine deutliche Materialersparnis, was auch wiederum ökologisch ist. Genau. Nachteil ist, das Drucken skaliert nicht wirklich. Also wenn man jetzt, also man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt mit Auflösung von 0,2 mm druckt, dann und das Druckobjekt braucht 10 Stunden und man würde diese Schichtdicke halbieren, dann würde sich der Zeitaufwand verdoppeln. Und dasselbe betrifft natürlich dann auch nochmal die Größe. Also deswegen sind halt auch gerade so im Extrusionsdruckbereich die Drucker relativ klein. Also wenn man sich mal gefragt hat, warum Drucker quasi, also gerade diese Drucker so klein bleiben, weil wenn es halt größer wird, dann wird der Druck, also der Zeitaufwand für einen einzelnen Druck immens höher und natürlich somit auch die Fehlertoleranz. Also sprich, je länger ein Drucker druckt, desto höher ist die Fehlertoleranz. Das ist halt einer der Nachteile. Und es ist wartungsintensiv. Also jeder Druck ist meistens noch mit Vorarbeit verbunden, dass man die Maschine entsprechend an das Druckobjekt meistens noch anpassen muss. Dateninput. Genau, also wie komme ich dazu, also was genau nimmt der Drucker quasi für Formate oder wie kann ich mir vorstellen, wie man quasi 3D druckt? Ja, wie vorhin schon angeschnitten, also man muss das quasi mit einer ganz handelsüblichen CAD-Software erzeugen, also Computer Aided Design ist es, das ist in Maschinenbau oder auch in vielen technischen Bereichen, Elektrotechnik, in anderen Bereichen auch, also bereits gang und gäbe, dass man wirklich Sachen am Rechner designt. Dann gibt es das sogenannte STL-Format. Das ist auch bereits ein relativ altes Format auch und deswegen wird es von so ziemlich jeder, also mir zumindest mir bekannten CAD-Software quasi exportiert und besteht im Grunde aus Polygonen, also Vierfachecken. Und diese Polygone lassen sich relativ leicht in G-Code konvertieren. Dieser G-Code wird durch ein spezielles Programm angepasst an den Drucker seiner Wahl quasi erzeugt. Der G-Code selber beinhaltet dann letztlich die Parameter der Maschine, also die Begrenzung. Man muss ja der Software irgendwie mitteilen, wie groß ist mein Drucker, was für einen Drucker habe ich überhaupt. Das passiert quasi in diesem Programm, der den G-Code erzeugt. Da komme ich gleich noch zu. Erstmal nochmal genau ein bisschen detaillierter. Computer Aided Design ist quasi CAD, ist dreidimensionales Zeichnen, auch im zweidimensionalen, also es hat angefangen mit einem zweidimensionalen Zeichen, ist aber bereits heutzutage 3D. Also im Grunde jedes Auto, was Sie hier im Raum fahren, ist mit 100%iger Wahrscheinlichkeit so entstanden. Und genau, Einsatzzweck üblicherweise Maschinenbau, Architektur für das Bauen von Häusern. CAD bringt auch noch einiges mehr mit inzwischen, also Physik-Engines, um halt Belastungsprozesse durchlaufen zu lassen, Materialanalyse, dass man halt entsprechend Materialien wählen kann.
Genau, also das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Im Grunde nutze ich nur das Konstruieren, oder es wird im Grunde im 3D-Druck nur das Konstruieren benutzt. Irgendwie Physikanimation und so, das wird da nicht relevant. Ja. Genau, STL, Standard Triangulation Language, das ist STL. Im Grunde ist es halt Polygonen definiert. Das ist im Grunde kann man sagen, ein Koordinatensystem, ein geodätisches Koordinatensystem, wo halt ganz viele Koordinaten drin sind und zwischen diesen Koordinaten wird interpoliert. Also es werden Vierfachecke gebildet. Es ist kein effektives Format, also wenn man sich das mal irgendwie wirklich dekomprimiert anguckt. Genau, es ist halt dafür aber wirklich überall verfügbar. Die Effektivität ist in dem Fall nicht so relevant. Man merkt es tatsächlich bei größeren Objekten, wenn man eine sehr, sehr hohe Polygonendichte erzeugen will. Also man kann auch entsprechend einstellen, wie hoch die Polygonendichte sein soll. Das entscheidet letztlich dann über die Qualität des darauf folgenden Drucks. Genau. Und dann der G-Code. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Programmierverfahren und auch genau genormt. Es gibt einen ISO-Standard, auch einen DIN-Standard dazu und ist also jede CNC-Fräse nimmt G-Code. Und es gibt natürlich noch, es gibt den Standard und viele haben noch wieder dann spezielle Anpassungen. Das sind dann die Eigenarten. Genau, entstanden ist es, also die erste Version ist 1950 erschienen. Das ist vom MIT entwickelt worden und ist eine numerische Programmiersprache. Im Grunde kann man sich das vorstellen, wie es steht Zeile für Zeile einfach nur, fahre zu der Position, führe X aus. Also es ist halt sehr, sehr brachial. So. Es ist, es gibt keine Funktionen oder keine Variablen. Es ist wirklich nur ein Line-Coding. Genau. Das nächste Verfahren ist das selektive Laser-Sinting, SLS bekannt. Also das ist so das Verfahren, was dann in der Industrie schon mehr eingesetzt wird oder auch in Hochschulen. Das ist im Grunde, kann man sich da vorstellen, es ist, man hat einen Pulverbehälter und es wird eine dünne Pulverschicht auf einer Fläche aufgetragen und dann wird über einen, also es wird ein modelliertes Laserlicht, also über einen Laser wird quasi, werden bestimmte Flächen aufgeschmolzen. Also es wird quasi Energie injektiert, was dazu führt, dass dieses Polymerpulver aufschmilzt und dann wird auf diese aufgeschmolzene Schicht wird dann eine weitere Schicht dieses Polymerpulvers gelegt und der Prozess wird immer weiter wiederholt, bis man halt einen großen Block hat, wo man dann einmal gegenklopft und dann fällt das fertig geschmolzene Objekt aus diesem Pulverblock raus. Genau, das ist auch, also genau, in der Industrie weit verbreitet, ist auch einigermaßen schnell, hat auch eine hohe Präzision, also da kommen wir dann schon in den Mikrometerbereich. Das ist natürlich dann schon auch gerade für viele Industriestandards schon interessanter. Geschwindigkeiten sind auch deutlich schneller, also gerade auch was Fläche betrifft. Man kann um einiges schneller drucken, weil man nicht mehr irgendwie Mechanik beschleunigen muss, sondern man beschleunigt im Grunde nur noch oder man steuert nur noch Licht. Und Licht ist natürlich bekanntlicherweise doch um einiges schneller als ein einzelner Motor. Genau, man kann damit auch deutlich mehr als nur Polymere sintern. Also das wird bereits eingesetzt auch für Metalle, Keramiken. Die werden entsprechend auch schon gesintert. Auch allerdings nur im Prototypenbereich. Also wenn es irgendwie in die Serienproduktion geht, lohnt es sich nicht, weil es dann absolut ineffizient wird. Es hat noch einen weiteren Vorteil, es ist halt sehr wartungsarm. Das liegt aber vermutlich auch einfach daran, dass es in vielen Industriebereichen bereits
eingesetzt wird und somit halt schon relativ fortgeschritten entwickelt ist. Anders wie das Extrusionsverfahren, das ist ja schon eher so in der Maker-Szene entstanden und bis vor einem Jahr wurde ich halt noch irgendwie gefragt, hä, wie du druckst deine Sachen? Und heutzutage ist es so, da hört man dann, oh, das ist ja ein 3D-Drucker. Das ist schon erstaunlich, wie das explodiert ist so. Das, also wenn man das so wirklich von Anfang an auch verfolgt hat, also ich bin mit den Extrusionsverfahren beschäftige ich mich seit 2011, also baue auch einige Drucker, habe auch einen Haufen Drucker überall rumstehen. Ist schon immens, also explodiert ist es quasi, also dieses, wie sich das so enorm verbreitet hat, lag tatsächlich daran, dass an diesem Thema Waffendrucken, das ist natürlich klar, da gibt es dann sofort einen Aufschrei in der Presse, in der Medien. Allerdings, Waffendrucken ist mit einem 3D-Drucker eher Quatsch. Also man kann es machen, klar, aber man kann auch deutlich effizienter irgendwie Schusswaffen erzeugen. Dazu braucht man keinen 3D-Drucker. Da reicht auch schon eine Luftpumpe oder dergleichen. Ja, auf jeden Fall, back to topic. Genau, also Preis fängt ab 5.000 an und geht dann, also wie bekanntlich so ziemlich alles, nach oben ist nie eine Grenze. Ja, Polymere, also jetzt, ich habe noch einen extra Vergleich jetzt mit den Polymeren aufgeführt, weil das so wirklich üblich ist, dass man irgendwas in einem Polymer druckt. Das ist nicht so stabil wie jetzt zum Beispiel das Extrusionsverfahren. Also man kann nicht, es ist schon stabil, also man kann es in die Hand nehmen und man braucht auch ein bisschen Kraft, um es zu zerdrücken, aber es ist nicht unbedingt für einen mechanischen Einsatz geeignet. Es hat einen anderen Vorteil, und zwar man kann zum Beispiel einen kompletten Motorblock mit Getriebe in eins drucken, was dann auch funktioniert. Ne? Also die Zylinder da drin, das wird in eins gedruckt, so dass man es eigentlich, also vor allem es wird so gedruckt, dass man es mechanisch anders gar nicht zusammenbauen könnte. Das ist mit einem Extrusionsverfahren nur sehr bedingt möglich. Genau. Ein anderer Nachteil ist natürlich hohe Fertigungskosten, also da geht viel Material bei drauf. Das Material ist dann auch nicht zwingend günstig. Es kommt da auch sehr auf den SLS-Drucker an. Viele arbeiten auch wirklich nur mit einem ganz einfachen PTFE oder PLA, ABS auch, also Lego ist zum Beispiel aus ABS. Aber da gibt es leider auch viele Druckerhersteller, die dann einen eigenen ein eigenes Custom-Material erzeugen, wo die natürlich dann nochmal wieder extra Geld quasi rausholen, auch wenn das nicht zwingend notwendig ist. Ja, dann ein anderes Verfahren, was sehr jung ist, also zumindest auch in der Maker-Szene. Es ist schon länger bekannt, aber so aufgekommen ist es so für den Consumer-Bereich eher im Rahmen 2013. Das ist also besonders stark ist es präsent geworden durch ein Kickstarter-Projekt, das mit dem Namen Formlab. Genau, das ist im Grunde kann man sich das vorstellen, es findet auf dem Kopf statt. Und also man sieht es quasi auch am Eiffelturm, der da über Kopf hängt. Das Bild steht nicht auf dem Kopf, es wird tatsächlich so gedruckt. Es ist eine Schale. Und da ist ein UV-sensitiver Lack oder ein Harz drin. Und der wird, das ist eine durchsichtige Schale und der wird von unten mit einem Projektor oder mit einem Laser entsprechend, mit einem UV-Laser entsprechend frequentiert. Und dann wird quasi aus dieser Flüssigkeit dieses Objekt rausgezogen, wie man es quasi auf dem oberen Bild auch sieht. Das ist dann so eine halbfertige Kugel, die wird dann aus diesem Lack rausgezogen. Genau. Vor- und Nachteile, ganz großer Vorteil, 15 Mikrometer, ich wage zu behaupten, dass es inzwischen nochmal deutlich genauer ist, 15 Mikrometer weiß ich zumindest vor ungefähr einem Jahr und davor, vor einem Jahr war es irgendwie bei 35 Mikrometer, also nur als Vergleich, also zum Beispiel so bei Platinen, eine Leiterbahn, die ist so, ich meine, die ist im Bereich von 35 Mikrometer, irgendwie so. Weiß das jemand gerade genau? Die Kupferschicht? Genau.
Ich meine 35 Mikrometer. Also da sind 15 Mikrometer, das ist schon ordentlich. Damit lässt sich einiges machen und vor allem auch echt im sehr, sehr, sehr detaillierten Bereich. Ja, keine bis sehr geringe Nachbearbeitung. Das schließt sich mehr oder weniger daraus, dass es halt durch diese hohe Auflösung zustande kommt, aber auch dadurch, dass es halt eine Flüssigkeit ist. Ne? Dadurch, dass es eine Flüssigkeit ist, letztlich zieht man das aus dieser Flüssigkeit raus und lässt es halt noch ein bisschen da hängen, dann tropft der Rest noch runter und das Objekt ist vollständig fertig. Hohe Fertigungskosten, dieser UV-Lack, also noch hohe Fertigungskosten, dieser UV-Lack ist halt relativ speziell und wird auch noch relativ selten eingesetzt. Deswegen dadurch, dass die Nachfrage nicht so hoch ist, sind die Preise dafür auch entsprechend hoch. Ich meine, das waren Liter ungefähr 100 Euro. Zum Vergleich, beim Extrusionsverfahren kosten ein Kilo ungefähr 23 Euro. Und das ist dann schon gutes, das ist schon gutes Filament dann. Das kriegt man auch mal deutlich günstiger irgendwie in China. Da kriegt man das auch für 10 oder 5 Euro die Rolle. Ob man damit arbeiten will, das sei erstmal dahingestellt. Genau, teilweise belastbare Objekte kosten ab 1500 Euro. Damit lässt sich tatsächlich schon, also da kann man drüber nachdenken. 1500 Euro für so eine Auflösung und eigentlich schon direkt fertige Objekte, wo man wenig Fehler hat. Du hattest eine Frage? Ja. Hochgeschwindigkeit würde mich noch interessieren. Ja, genau. Das ist sehr schwierig und zwar, das ist sehr abhängig vom Verfahren selbst auch. Also wenn du jetzt nur einen Laser hast, dann ist es begrenzt in der Geschwindigkeit, weil man kann nur mehr oder weniger einen Punkt beleuchten. Wenn man einen Projektor hat, dann geht das schon mal deutlich schneller. Also, weil über einen Projektor kannst du wirklich den Querschnitt des Objektes konstant beleuchten. Das geht deutlich schneller. Zahlen selber habe ich dazu nicht. Ich habe mal ein paar Zahlen gehabt. Das wären irgendwie so 30 Millimeter pro Sekunde. Da ist wieder die Frage, zu was für einen Referenzwert. Ne? Also wenn ich jetzt nur eine Fläche von einem Quadratzentimeter habe und ich beleuchte die, dann könnte man das vielleicht in 30 mm pro Sekunde machen. Aber wenn ich jetzt eine Fläche von 10 Quadratzentimeter habe, dann wird das nicht mehr so schnell sein. Ne? Also ich habe mit dem Verfahren habe ich leider noch nie gearbeitet, weil das ist als Student nicht so ganz im finanziellen Rahmen, also so gar nicht. Und deswegen hatte ich leider noch nie die Möglichkeit, selber damit zu arbeiten, ja? Was heißt Kosten? Kosten für das Gerät oder für was? Kosten für das Gerät, also sprich nur das Gerät. Anschaffung? Genau, nur die Anschaffung. Ne? Also laufende Kosten sind da noch, genau, ja. Weil laufende Kosten kann man auch nicht wirklich sagen, weil das ist, nochmal? Ja, laufende Kosten kann man jetzt schwierig sagen, weil das ist sehr abhängig von der Frequentierung des Druckens. Ne? Also ich drucke zum Beispiel irgendwie so ziemlich jeden Tag. Das heißt, bei mir geht schon einiges an Material durch, aber das ist nicht unbedingt überall üblich dann. Ne? Wie stark beeinflusst diese Aushärtung dann in diesem Druckprozess von dieser Flüssigkeit? Das ist eine gute Frage. Die kann ich, wie gesagt, also ich konnte mit den Druckverfahren leider noch nicht viel arbeiten. Ich interessiere mich da sehr für, also deswegen habe ich mich auch sehr stark eingelesen auch, auch schon über Jahre, verfolge das Thema auch schon lange. Die Frage hatte ich tatsächlich auch, das hatte ich mich schon des Öfteren gefragt. Ich glaube, das ist allerdings sehr abhängig auch von der Qualität des Harzes, genauso wie bei dem zuvorigen Druckverfahren. Es ist wie der Druck selber wird von der Qualität, wie hoch die Fehlertoleranz ist, ist sehr oft sehr stark abhängig vom Material. Also zum Extrusionsverfahren nochmal, als ich damit angefangen habe, 2011 so, da war das halt wirklich noch so, ne, aus Gewindestangen und irgendwie noch mit Panzertape oder sowas zusammengeklebt. Und das hat auch ziemlich böse gewackelt.
Und die Objekte sahen halt auch eher so aus, als wäre das so was, was im Backofen geschmolzen wurde. Aber es sah ungefähr so aus wie das, was man auf dem Rechner konstruiert hatte. Also hat man sich sehr gefreut. Da durfte man jedes Mal, wenn man ein neues Filament hatte, seine alte Konfiguration wegschmeißen und komplett neu konfigurieren. Also wenn ein Filamentwechsel stattgefunden hatte, das war sehr aufwendig. Und das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so, weil die Hersteller da natürlich auch mehr Erfahrung gesammelt haben. Die sind da besser geworden in der Materialherstellung, auch was die Gleichmäßigkeit des Filamentes betrifft. Also früher war es halt echt so, da konnte man das Filament vor Augen halten und hat richtig diese Hubbel gesehen und sowas. Das ist heutzutage nicht mehr. Das macht es halt auf jeden Fall deutlich einfacher. Also die Basis ist einfach fester. Ne? Nicht mehr so wackelig dann. Ne? Noch mal eine Frage zu dem Prozess an sich. Bei dem Laser sind ja mit Pulver, geht ja immer ein Rakel drüber, der das so abstaubt. Genau. Und dann wird wieder ein neues Bild gemalt und dann fegt er wieder. Genau. Wie ist das denn da? Ich meine, wenn ich von unten mit einem Laser oder einem Projektor Licht durchschieße, dann habe ich ja jetzt nicht eine 15 Mikrometer Schicht, die hart wird, sondern das Licht dringt noch weiter durch. Das geht ja im Grunde. Du kannst dir das halt vorstellen, du hast eine... Oder habe ich dann nur so eine dünne Schicht Lack? Genau, aber auf der Fläche, die quasi rausgezogen wird. Also im Grunde liegt die Fläche auf der Unterseite des Behälters und fährt nur ganz minimal hoch und dann sammelt sich darunter Lack und der wird ausgehärtet. Und dann fährt die wieder ein Stück raus, also in dem Fall halt in diesem Mikrometerbereich. Dazu braucht man natürlich auch entsprechend die Hardware. Also sprich, da fängt man dann nicht mehr an mit einem Gewinde, mit einer normalen Gewindestange, sondern ist das halt dann eher schon im Kugelumlauf, Spindelbereich und sowas. Genau. Also der Festkörper, der da entsteht, der wird von unten benetzt, wird er hochgefahren und dann kommt der Laser zum Einsatz und härtet das aus. Ja, fast. Also im Grunde... Das Harz härtet aus, wenn es mit UV-Licht bestrahlt wird. Genau, ja. Also im Grunde sieht das so aus, wenn jetzt bereits ein Objekt mitten im Druckprozess ist, dann wird er quasi ein Stück hochfahren, dann würde sich auf der Oberfläche wieder Harz, also dieser Harz sammeln, der flüssige Harz, und der wird quasi durch das UV dann ausgehärtet. Genau, und dann immer so weiter und da... Nochmal? Der Laserstrahl läuft dann horizontal. Von unten kommt, nicht von oben. Das ist genau das. Nee, er kommt tatsächlich genau von unten. Also die Schale selber ist durchsichtig. Ach so. Genau. Deswegen auch das Projizieren ins Bild, das ist das Laser. Genau. Also der Querschnitt des Objektes letztlich. Genau. Ja. Und also man kann sich das vorstellen, wie als würde man auf einen normalen Papierdrucker haben. Und man druckt nicht einmal Tinte auf einer Stelle, sondern man druckt halt so oft Tinte, bis halt ein Objekt quasi drauf rauswächst. Genau. Aber gab es da nicht auch diesen Prozess, wo dann wie beim Sintern, Lasersintern die Flüssigkeit hinzugefügt wird? Das ist das, also man kann das auch umgekehrt machen, genau. Also man kann tatsächlich auch das Objekt quasi in den Lack runterfahren lassen. Genau, dadurch, dass man quasi das Objekt im Lack weiter absetzt, dann wird halt die Oberfläche immer quasi ausgehärtet. Es kommt aufs Gleiche raus. Also hat nur den Nachteil, dass wenn man das Objekt dann wieder rausnimmt, dann ist es halt erstmal noch voll flüssigen Harz. Und man ist halt auch eher, also es ist halt auch langer kostenintensiver, weil das Objekt selber ist halt, also versinkt halt im Harz und der Harz muss halt dann auch, also es muss ein gewisses Kontingent des Harzes da sein, damit das Objekt halt von einer bestimmten Höhe auch versinken kann. Und dadurch, dass der Harz auch so teuer ist und er ist auch sehr aggressiv. Also ich weiß es vom Bekannten, der hat sich da die Hände mit zerätzt. Also das ist ein ziemlich aggressives, ekliges Zeug da. Ja? Wie sieht das mit den fertigen Produkten aus? Kann man die irgendwie wieder zurück in diesen flüssigen Lack überführen? Mir nicht bekannt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass das Material, also die mit dem Stereolithografieverfahren erzeugten Materiale sind bis 50 Grad hitzebeständig. Bei dem anderen Verfahren ist es ein bisschen mehr, also beim Explosionsverfahren, bei PLA jetzt speziell, ändert sich der Aggregatzustand ab 165 Grad. Und
Beim Laser sind dann auch so in dem Bereich, es ist halt sehr stark abhängig vom Material letztlich, ob man das wieder zurück in den Ursprungszustand versetzen kann. Ich glaube, nicht wirklich effektiv. Also, genau, da, wie gesagt, also ich bin leider noch nicht in die Lage gekommen, damit wirklich viel zu arbeiten. Ich habe es oft mal gesehen, aber genau, da kann ich dir gerade nicht viel Infos zu geben. Ja? Also wenn das jetzt Thermoplaste sind, bis 50 Grad und so, wenn die dann wieder sich verformen, schmelzen, dann ist das aber für den Motorblock noch ein weiter Weg. Also beim Lasersintern kann man auch schon Stahle, also vor allem auch Werk... Ja. Also was ist das denn für Material? Ist das dann ein Sintern? Genau, also das ist quasi, das ist im Grunde wird dann einfach ein Metallstaub aufgetragen. Ja, Sintern. Genau. Das ist, also SLS steht auch für selektives Lasersintern. Genau. Und das ist tatsächlich, also das... mit Stahl ist es nochmal wieder was Spezielles, weil da muss man mit Schutzgas und sowas, also mit Edelgasen arbeiten, weil sonst oxidiert das und sowas. Aber es wird tatsächlich sogar auch Werkstahl bereits, also Werkstahl ist halt besonders gehärteter Stahl, wird bereits gesintert auch. Ne? Genau. Ja? Das einzige Verfahren, mit dem man Buchräume geschlossen drucken kann, wäre denn das erste? Ja, genau. Also das einzige Verfahren, mit dem man geschlossene Hohlräume drucken kann, ist das Extrusionsverfahren. Das ist auch sehr interessant. Also deswegen wird, also es gibt sogar bereits ein Verfahren für Metalle, ein Pseudo-Extrusionsverfahren für Metalle. Und zwar wird es quasi mit Lichtbogenschweißen im Grunde gemacht. Es wird halt unglaublich viel elektrische Energie genutzt, um halt einen Lichtbogen zu erzeugen. Und dann wird halt quasi Material entlang einer Oberfläche aufgetragen. Wie ein Schweißgerät. Und das wird dann tatsächlich schon wieder interessant. Also gerade auch im Flugzeugbau, ne? Also wo es gerade darum geht, möglichst stabile Komponenten zu haben, die möglichst gar nichts wiegen. Und wenn man dann tatsächlich anfangen kann, irgendwie Scharniere oder Träger mit Hohlstrukturen zu drucken, das ist, wird auf jeden Fall, also da ist, soweit ich weiß, auch Airbus zurzeit stark am Forschen in dem Bereich. Genau, noch ein Punkt, auch ein wichtiger Punkt, genau, also klassisch natürlich Linux. Ich selber arbeite nur mit Linux. Windows habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 2011 oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine sehr gute Software, die ich empfehlen kann, ist FreeCAD. Das ist wie ein ganz übliches CAD-Tool, also wie CATIA, wie Autodesk, wie Blender. Denn damit kann man kann jeder Maschinenbauer letztlich CAD zeichnen. Und es ist auch genauso professionell. Also es hat ebenfalls Physik-Engines und einiges auf dem Kasten. Also für Leute, die gerne programmieren und wenn die programmieren können, würde ich das auch empfehlen. Also das ist auch das, was ich dann auch inzwischen am meisten nutze, ist OpenSCAD. Damit kann man das wirklich, da kann man Funktionen definieren und man codet letztlich sein Objekt. Das geht verdammt schnell und hat auch einen interessanten Vorteil. Man kann nämlich sehr schnell Sachen am Code ändern und auch über Schleifen replizieren. Genau. Genau. Oder man kann halt das Objekt selber halt relativ schnell irgendwie duplizieren. Das ist dann auch einfach nur den ganzen Code wieder in eine Schleife schmeißen und so. Ja. Genau, also das ist so das, was ich inzwischen ganz gerne nutze. Auch für die Leute, die wirklich dann irgendwie programmieren lernen wollen und auch noch irgendwie einen Benefit daraus ziehen wollen. OpenSCAD. Gutes Tool, sehr gutes Tool. Ich habe den Entwickler auf dem Chaos Communication Camp vor 3 Wochen kennengelernt. Auch super netter Kerl. Dann zu der Drucksoftware, also im Grunde ist es ein Slicer, also sprich ein Programm, was ein bestimmtes Dateiformat in ein anderes Dateiformat konvertiert, in dem Fall halt die Polygone, also die STL-Dateien in G-Code und da gibt es drei größten Softwares sind Slicer, Skyforge und Cura. Wobei
Skyforge das absolut mächtigste davon ist. Also das würde ich halt so Anfängern und auch Leuten, die halt schon ein bisschen tiefer in der Materie sind, würde ich nicht empfehlen, weil der Konfigurationsaufwand ist immens. Also da kann man wirklich alles konfigurieren. Du kannst wirklich jede einzelne Schicht konfigurieren. Das ist unglaublich aufwendig. Also selbst ich, wenn ich mich jetzt daran setzen würde, ich würde mindestens einen Monat brauchen, um einen Drucker damit vernünftig zum Laufen zu bringen. Ich kriege den schon früher zum Laufen, aber quasi, dass er wirklich perfekt mit diesem Skyforge-Stand läuft. Genau. Was am weitesten verbreitet, also inzwischen am weitesten verbreitet ist, ist Cura. Das ist quasi von Ultimaker entwickelt. Ultimaker ist ein 3D-Drucker-Hersteller. Ist, sagen wir mal, für den Consumer-Bereich sehr, also sehr human. Man hat nicht mehr wirklich, also es ist sehr gut aufbereitet. Einstellungen sind da schon sehr beschränkt. Da bevorzuge ich selber lieber noch den Slicer. Aber das ist letztlich, da kann man eher sagen, so die Drucksoftware deiner Wahl. Ne? Also da kann man, je nachdem, was einem lieber ist, da kann man das halt entsprechend sich selbst raussuchen. Das Endergebnis ist letztlich bei allen mehr oder weniger identisch. Also wenn man keine speziellen Anforderungen hat. Ne? Unter Windows habe ich einfach mal den kommerziellen Bereich betrachtet, also FreeCAD und Open, also die Variante auf der Linux-Seite, die ist unter allen OS verfügbar, also unter allen macOS und Windows und Linux. Irgendwie jetzt auf irgendwelchen anderen Systemen, also spezielleren läuft, kann ich nicht viel zu sagen. Also unter Windows im kommerziellen Bereich, so das Größte ist Katia, die absolute Basic-Variante ohne irgendwelche Zusatzgeschichten, also auch ohne Physik-Engine oder so, fängt ab $34.700 an. Dazu kommt eigentlich noch $6.700 für jährliche Lizenzkosten. Und wenn man irgendwie Katia in einer etwas größeren Variante nimmt, dann fängt das ab 65.000 bis $100.000 an. Das ist halt so das, womit Airbus und auch Boeing quasi ihre Flugzeuge bauen. Ne? Oder auch, ich weiß es halt von ein paar Freunden, die arbeiten halt bei Brücher Automation. Die arbeiten halt damit auch. Also Brücher Automation baut Maschinen, die wiederum Flugzeuge bauen und sowas. Eine günstigere Variante wäre Autodesk, das sind dann nur noch $5.500. Man sieht schnell so irgendwie, wenn man da im professionellen Bereich irgendwie CAD-Software sucht, dann ist das relativ teuer. Da ist halt der Open-Source-Kram auf jeden Fall interessant und meiner Meinung nach genauso gut. Ne? Genau. Auch die Drucksoftware bleibt natürlich identisch. Ich habe in meinen ganzen Jahren ist mir noch keine kommerzielle Drucksoftware begegnet. Das sind halt so die weit verbreitetsten. Also es gibt dann natürlich noch diverse andere. Also viele Hersteller für 3D-Drucker fangen tatsächlich auch da traurigerweise schon an, irgendwie Custom-Formate zu erzeugen, damit die jetzt irgendwie das nur die Drucker mit dieser Software laufen und sowas. Das ist leider ist das auch da im Open Source Bereich dann schwierig. Dann, ne? Genau, und the end. Genau. Falls Fragen sind, gerne. Ja, gibt noch weitere Fragen? Ja. Genau. Morgen ab 16 Uhr gibt es einen Vortrag zu 3D-Scan-Verfahren. Genau. Unten ist ein Laser 3D-Scan. Aber da gehe ich morgen genau drauf an. Genau. Einmal. Ja, das gibt es auch. Im Grunde
wenn man es hart betrachtet, ist es im Grunde eine ganz übliche CNC-Fräse. Da wird quasi dann Metall gefräst. Aber es gibt auch, also ich, was du oder was Sie vielleicht eher meinen, ist, es gibt so eine Art Schaumstoffmaterial und da wird es tatsächlich dann abgetragen, sodass am Ende tatsächlich das Objekt rauskommt. Und das sind dann auch wirklich vernünftige Blöcke, weil beim CNC-Fräsen ist es auch eher beschränkt, was dann irgendwie Dreidimensionierung betrifft. Also zumindest in einem Objekt Dreidimensionierung betrifft. Also da müssen wir dann wirklich schon irgendwie mit einer fünfachsigen Fräse anfangen und oder also Portalfräsen oder sowas. Das ist, die sind dann nochmal deutlich, deutlich teurer und unbezahlbar. Ja. Also die fangen so ab 100.000 an und aufwärts. Also weit aufwärts. Ja, genau. Gab es noch Fragen? Ja. Das zweite Verfahren, das vorgestellt wurde, SLT? SLS. Selektives Laser Sinting. Okay. Wie sieht das da aus, in einem Druckverfahren mehrere Materialien zu benutzen? Schlecht. Ja, genau. Also generell mehrere Materialien, also das ist ja immer dieses Thema farbig drucken, so, das kommt auch mehr noch so von dem üblichen Druckverfahren, wenn man irgendwie auf Papier druckt. Ich finde das immer, also ich finde das auch beim Extrusionsverfahren eher ein schwieriges Thema. Also ich betrachte es eher aus der technischen Sicht, also sprich, mir geht es nicht um die Ästhetik eines Objektes, sondern eher um die Funktionalität. Und da ist mir dann die Farbe egal. Was höchstens noch interessant sein kann, ist quasi Dual-Head, also sprich zweifarbig drucken und dann nicht, also ich habe mich jetzt eigentlich eher versprochen, nicht zweifarbig, sondern zwei komponentenartig drucken. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Material benutzt, was halt in einer bestimmten Flüssigkeit, also in einer Lauge oder dergleichen aufgelöst werden kann und das andere halt entsprechend nicht, dann kann man natürlich interessante Stützstrukturen drucken, die dann wiederum, genau, das kann einmal rumgegeben werden, kann man interessante Stützstrukturen drucken, wo man das Objekt dann letztlich nur noch in eine Lauge setzt, wo sich dann ein Materialtyp auflöst und man behält dann letztlich sein Objekt. Das geht ebenfalls. Hat allerdings auch ein Problem, weil das geht sehr auf Kosten der Geschwindigkeit. Weil man muss quasi einen zweiten Extruder mitschleppen. Das heißt, einen weiteren Motor, Hotend und sowas. Und gerade beim Extrusionsverfahren will man das eher vermeiden. Also will man zusätzliches Gewicht, was man beschleunigen muss, vermeiden. Da will man eigentlich möglichst wenig Gewicht haben, was man beschleunigen will, weil man dann halt entsprechend schneller drucken kann. Genau. Ich dachte weniger an irgendwie so zweifarbig drucken oder Stützstrukturen, sondern zum Beispiel, wenn man zwei verschiedene Metalle benutzen will oder ein Metall und ein Polymer und da eben eine Struktur. Ja, ja. Also es geht auch beim SLS-Verfahren. Das ist im Grunde auch möglich, wenn man jetzt, ich kann mal zum Bild zurückgehen, da, wenn man jetzt diesen Pulverbehälter nochmal auf der anderen Seite hätte mit einem anderen Material, ist es prinzipiell unproblematisch. Ja, also das heißt, möglich ist es auf jeden Fall. Letztlich ist es eine Frage des Aufwandes. Genau, ja. Da Laser-Sintering mit Metallen sowieso auch relativ schwierig ist. Also auch die Maschinen für Metall-Sintern sind sehr, sehr teuer, weil das muss in einem komplett geschlossenen Schutzgasraum sein und die Nachbearbeitung ist da auch noch wieder aufwendig. Genau, ja. Beim ersten Verfahren muss das eigentlich relativ zügig vonstatten gehen, das Drucken, oder können wir das an beliebiger Stelle auch wieder unterbrechen? Man kann das immer unterbrechen, also man hat auch da die Möglichkeit quasi einfach auf Pause zu drücken und das Material auch zu wechseln, wenn man tatsächlich, also wenn es mal leer ist oder wenn die Farbe weg ist. Also ich habe eine Wetterstation gedruckt und also das Gehäuse für eine Wetterstation und da war ich so, hatte ich so überlegt, reicht das noch? Und dann so wirklich der letzte Zentimeter so ist mir das Material ausgegangen. Da habe ich so überlegt, irgendwie, naja. Und dann habe ich halt eine andere Farbe eingespannt. Und dann, also es ist halt fertig, ist jetzt eine andere Farbe mit drin, aber funktioniert trotzdem. Ich bin ja nicht auf Geräte denkt, weil die etliche Spulen mit verschiedenen Farben haben und die dann automatisch wechseln, bis auf die Zeit nicht so sehr ankommt. Ne? Theoretisch könnte man das vorausberechnen, zu welchem Zeitpunkt man quasi welche Farbe im Objekt haben will, dass man sein Filament selbst zusammenschmilzt. Ist halt die Frage des Aufwandes.
die man da dann reinstecken will. Also Filament selbst machen ist nicht ganz einfach. Also vor allem, wenn es gutes Filament sein soll. Wie gesagt, also die haben halt, also jetzt kommen so langsam die guten Filamente und das, ich habe halt 2011 angefangen, also die haben halt schon ein paar Jahre gebraucht, um da wirklich irgendwie vernünftig was rauszukriegen. So was ganz verwegen ist, wäre auch denkbar, ja auch so auch Spulen mit Filament. Nach einem subtraktiven Additionsschema Farben zu mischen sozusagen. Gibt es tatsächlich auch, also sprich, dass man eine Grundfarbe hat, also weiß, ein weißes Filament nimmt und es werden einfach nur noch quasi Pigmente in den Düsenkopf injektiert. Damit kann man tatsächlich dann anfangen, irgendwie farbig zu drucken, wenn man es für nötig hält. Also ich muss ehrlich sagen, gerade die Objekte, die man, also da geht ja gerade was rum, die mit PLA gedruckt sind, die kann man wunderbar anmalen. Es gibt ja diese kleinen Farbdöschen, ich weiß nicht, wie die heißen, für diese komischen Figuren, Warhammer oder wie die heißen, nicht, keine Ahnung, wie die. Auf jeden Fall, das sind halt so kleine Farbdosen, die kann man halt so in relativ vielen Kunstläden auch kaufen. Damit lassen sich die Sachen wunderbar anmalen. Ne? Also, wenn man es dann wirklich farbig haben will. So. Das Anmalen könnte man auch hier noch automatisieren. Wenn man das kann man auch noch, das kann man tatsächlich auch noch machen, wenn man will, ja. Also, wenn man die. Ja. Um dich herum angeordnet. Ja. Die machen also ein 3D-Foto von dir in Farbe und drucken das dann in kleinen Maßstäben. Dazu erzähle ich morgen was, ja. Genau. Fotogrammetrie. Da hatte ich bis April ein 2-Jahres Forschungsprojekt bei der Firma Algo 3D und da ging es halt tatsächlich genau darum, sowas quasi zu entwickeln. Aber wie machen die den Farbauftrag? Das ist. Es gibt farbiges Laser-Sintern, also das ist nicht wirklich Laser-Sintern, sondern das ist quasi, im Grunde kann man sich das vorstellen wie ein ganz normaler Drucker, wo halt die Farbpatronen drin sind und das ist aber keine Drucktinte drin, sondern das ist ein Druck oder ein farbiger Kleber. Und dann wird der Pulver quasi aufgetragen und wird quasi dieser Kleber in diesen Pulver injiziert und darauf dann wieder die nächste Schicht, sodass man halt daraus ein Objekt rauskriegt. Ne? Also sprich, das wird dann mehr oder weniger zusammengeklebt. Genau. Frage zum Filament, wie sieht es da aus? Gibt es da leitfähiges Filament? Ja. Genau. Was man also für den Schaltungsaufbau dann schon auch benutzen kann? Oder? Ja, elektrisch leitendes ABS. Ich habe sogar tatsächlich schon mal das eine oder andere Mal drüber nachgedacht, ob ich mir nicht einfach mal eine Platine drucke. Ist tatsächlich möglich. Also auch organische Materialien kann man bereits drucken. Es gibt auch einen Pizzadrucker inzwischen oder Schokolade kann man drucken. Einen Schokoladendrucker habe ich tatsächlich noch nicht gebaut, weil ich habe da eher die Befürchtung, dass ich die Schokolade vorher so esse, bevor ich warte, bis es fertig ist. Also man kann da tatsächlich sehr kreativ werden, was Drucken betrifft. Man kann einiges drucken. Also auch beim Extrusionsverfahren gibt es einiges an Materialien, mit denen ich bereits gearbeitet habe. Also Nylon zum Beispiel, PLA, ABS, dann Lay Wood, Lay Brick. Also Lay Wood ist ein Holzfaserfilament, damit kann man quasi Holz drucken und auch über verschiedene Temperatureinstellungen Holzmaserungen erzeugen. Lay Brick ist Sandsteinfilament. Damit kann man Sandstein drucken. Genau, also es gibt bereits einiges an Materialien, was man da einsetzen kann. Es gibt auch flexible Materialien, also silikonartige Materialien. Da habe ich auch zum Beispiel einen Lampenschirm gedruckt, den kann ich komplett zusammenknüllen und in meine Hosentasche stecken und irgendwo anders wieder rausholen. Und der springt halt direkt wieder in die Form zurück. Genau, da tut sich tatsächlich einiges. Also gerade, also im Grunde, wenn es um Materialien geht, müsste ich nochmal eine komplett eigene Präsentation machen. Das würde auch mindestens eine Stunde in Beanspruchung nehmen. Ja? Gibt es nicht auch schon zahnprothetische Anwendungen? Da wird es tatsächlich auch schon, im Zahnlabor wird 3D-Druck tatsächlich eingesetzt. Ja, genau. Also es gibt sogar bereits Verfahren, wo das Mundinnenleben gescannt wird und das wird quasi als Vorlage genommen. Das heißt, die können direkt virtuell in deinen Mund oder in ihrem Mund diesen Zahn
rekonstruieren oder konstruieren und den entsprechend drucken aus Keramik oder, also Keramik jetzt nicht, aber es, da gibt es ja auch entsprechend Polymere für. Und dieser Zahn würde dann genau passen, ja. Da gibt es bereits, also es ist, wird bereits vielseitig eingesetzt. Also ich habe auch schon im Laufe meiner Zeit für einige Ingenieursbüros bereits, also Maschinenbau-Ingenieursbüros oder Architekturbüros, quasi 3D-Drucker installiert und auch Anweisungen gegeben, Lehrerfortbildung, also auch gerade im Schulbereich ist es interessant. Für mich selber ist es sowieso interessant, weil das, also das gerade so im Schulbereich oder im universitären Bereich weiter zu vertreten, weil ich finde, quasi Schülern möglichst an die neueste Technologie zu bringen, ist eigentlich so das Optimum, was man machen kann. Weil letztlich geht es ja in der Schule darum, auch wirklich irgendwie was zu lernen, was aktuell ist, was neu ist. Und das hatte ich zumindest zu meiner Schulzeit ein wenig vermisst. Und dann hatte ich halt überlegt, dass ich das eine oder andere Mal vielleicht eine Lehrerfortbildung gebe oder Schulen helfe, da auch quasi Drucker zu betreiben, um Schülern halt diese Technologien zu zeigen. Genau, ja. Noch Fragen? Ja, okay.